Neues Jahr, neues Spiel. Herzlich willkommen 2015. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem ersten neuen Let's Play auf meinem YouTube-Kanal für Rundenstrategiespiele im neuen Jahr, im Jahr 2015. Neues Jahr, neues Spiel. Neues Spiel, neues Glück heißt es ja beim Roulette. Und ob ihr so glücklich sein werdet bei diesem Let's Play, das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es nur. Von mir selbst weiß ich allerdings, dass ich garantiert glücklich sein werde. Denn dieses Spiel hier, das ist ein verdammt schönes und ich freue mich schon wahnsinnig lange darauf, dieses Let's Play hier zu machen. Endless Legend, die Strategieüberraschung des vergangenen Jahres, unter anderem von vielen Webmagazinen, von Spielejournalisten begeistert, begrüßt und besprochen, unter anderem von Rock Paper Shotgun, diesem bekannten englischsprachigen Magazin, die das Endless Legend zum besten Spiel 2015 gekürt hat. Zum besten Spiel generell, also nicht zum besten Strategiespiel oder Rundenstrategiespiel oder was auch immer, sondern zum besten Spiel überhaupt. Ich selbst hatte das große Vergnügen, als erster YouTube-Kanal im deutschsprachigen Raum überhaupt die erste Beta-Version von Endless Legend zeigen zu können, schon vor dem Release. Da war das Spiel noch im Early Access-Stadium. Dann hatte ich ein kurzes Let's Play gemacht mit allerdings nur 8 Folgen. Da war noch vieles fehlte damals noch in diesem Spiel. Dann habe ich verschiedene Special-Videos gemacht zu wichtigen Updates. Habe zuletzt ein großes Interview-Video gemacht mit einem Fan, einem deutschen Fan, der mit den Entwicklern eng zusammenarbeitet. Im September ist das Spiel erschienen und jetzt möchte ich es euch zeigen in diesem Let's Play. Vorneweg kurzer Blick ins Optionenmenü. Das Spiel kann auf Deutsch gespielt werden. Ihr seht es hier. Achtung für diejenigen, die es sich zulegen wollen. Man muss das auf Steam einstellen. In der Steam-Bibliothek, Rechtsklick auf das Spiel, dann auf den Reiter Sprache und dort muss man bei jedem Partiestart das neu einstellen, sonst wird einem hier immer wieder die englische Version angezeigt. Das lässt sich also nicht im Optionenmenü hier einstellen. Die Optionen sind das Übliche, was man so kennt von Strategiespielen, allerdings erheblich vielfältiger. Da gibt es noch viel, viel mehr Rädchen und Stellschrauben, als es üblicherweise vorhanden ist. Was ich persönlich sehr schön finde, dass man nicht nur bei Audio und Video alles Mögliche einstellen kann, sondern auch bei den Mitteilungen, die Pop-Ups, die einblenden zu wichtigen Spielgeschehen, dass man die ziemlich genau einstellen kann, ganz nach dem persönlichen Spielgeschmack, worüber man informiert werden möchte und was nicht. Und was mir als Let's Player verdammt gut gefällt, hier. Man kann die Standard-Benutzeroberfläche, das Standard-Interface ändern in eine große Benutzeroberfläche. Ich habe hier ein Häkchen gesetzt. Und das heißt, dass ihr als Zuschauer auf YouTube auch dann, wenn ihr das Spiel vielleicht nur auf einem kleinen Bildschirm verfolgen könnt oder mit einem Smartphone, einem Tablet oder was auch immer, dass ihr dann trotzdem das Interface schön groß sehen könnt. Einzelspieler- und Mehrspielermenü gibt es hier und es gibt auch ein Tutorial, das allerdings nicht sehr üppig ausfällt. Ich zeige euch mal beim neuen Spiel nicht etwa den Mehrspielermodus, den gäbe es auch, sondern den Einzelspielermodus. Es gibt 8 Fraktionen mittlerweile zum Release des Spiels. Sie sind peu à peu, Schritt für Schritt eingeführt worden. Und ich spiele, wie ihr es schon seht, hier mit einer Ekelfraktion. Mit den Nekrophagen, mit den Aasfressern. Warum? Das sind, zum einen ist es eine Fraktion, die richtig viel Action verspricht, was bei einem Let's Player immer gut ist. Das heißt, da sind viele diplomatische Optionen deaktiviert. Wer die Nekrophagen spielt, ist darauf angewiesen, Krieg zu führen. Und das finde ich bei einem Let's Play eigentlich nicht die dümmste Fraktion, die man dann da wählen kann, weil das für Spektakel sorgt. Und außerdem ist es atmosphärisch einfach sehr nett. Ihr kennt das ja schon. Ich mag es einfach, Geschichten zu erzählen und mich ein bisschen einzufühlen in diese Fraktion, die ich spiele. Und Gutmenschen oder sowas wie hier beispielsweise, wie die Wildläufer, wie diese Bilderer-Fraktion, die hier große Reiche aufbaut, die will ich gar nicht unbedingt spielen, die möchte ich lieber als Gegner haben, mit einem so schmutzigen und ekelhaften Gegner wie mit den, oder mit einer so schmutzigen Fraktion wie mit den Nekrophagen, mit den Aasfressern, die im Aas wühlen und die sich durch die Spielwelt schmarotzen, da möchte ich mich auf viel böswilligere Art und Weise identifizieren. Viele andere Fraktionen, die es gibt, also die Wildläufer, wie gesagt, sind na, nicht defensiv, aber man kann gut friedlich mit denen auch spielen. Die zerbrochenen Lords, das ist eine Geistfraktion, die sich nicht über Nahrung fortpflanzt,
die Bevölkerung ihrer Städte, sondern die muss durch Dust, das ist die Währung hier im Spiel, vergleichbar mit Credits oder mit Gold, kann sie sich neue Bevölkerung nur dazu kaufen. Da gibt es hier noch die Walters, eine sehr starke, sehr kriegerische Fraktion, auch sehr misstrauisch, wenn sie von der KI gesteuert wird und wenn man im Spiel auf sie stößt. Da gibt es hier noch die brennenden Magier, gegen die treten wir natürlich hier auch an. Die stehen auf Schmerz. Die werden umso stärker im Kampf, je weniger Lebenspunkte sie haben. Dadurch gewinnen die an Spielstärke, an Kampfstärke. Sozusagen die Sadomaso-Fraktion hier. Und dann gibt es die Wanderclans. Die können keiner anderen Fraktion den Krieg erklären. Die können nur Intrigen spannen, diplomatisch, und andere vielleicht zum Krieg führen, aufstacheln oder sich den Krieg erklären lassen, indem sie andere Fraktionen provozieren, haben dadurch aber große Fortschritte im diplomatischen Handel. Die können frühzeitig auf den Markt zurückgreifen und mit denen kann man sehr viel Diplomatie betreiben. Dann wähle ich noch die Draken als Gegner. Die werden wir auch gleich in der ersten Fraktion haben. In der ersten Runde haben, da werden die uns begrüßen. Denn die haben mal Startbonus, weil das die älteste Fraktion hier ist. Das älteste Volk auf Auriga in dieser Spielwelt, in dieser Fantasy-Welt, das sie alle anderen schon kennen, zum Spielstart. Und als letzte eine ganz ungewöhnliche Fraktion, die Kultisten. Die sind... Hier seht ihr die mal in groß. Die können keine anderen Städte gründen, außer der Stadt, mit der sie starten. Sind also auch darauf angewiesen, auf Eroberung oder darauf mit Nebenfraktionen, die es auch gibt, hier in Deals zu kommen. Also, das sind die Kultisten. Das sind in groß nochmal die Draken, dieses Urvolk. Das sind ebenfalls in groß die Wanderclans. Gut gelaunt noch die Händler, die Sadomaso-Fraktion, die brennenden Magier, die Säulen und Pfeiler errichten können, sowohl im Kampf als auch auf der Strategiekarte und dadurch bestimmte Vorteile bekommen können. Das sind wir. Ach, wie putzig. Deshalb spreche ich mit bisweilen ein bisschen undeutlich bei diesem Let's Play, weil ich nicht nur über meinen normalen Mund und die Lippen verfüge, sondern auch meine ganzen Kauwerkzeuge hier mal rausfahre. Und wenn ihr es bisweilen so ein bisschen summend hört, hier um mein Mikrofon herum, dann sind das die Fliegen, die uns umkreisen. Eine Mischung aus Zombie und Insekten sind wir. Wir Nekrophagen. Das sind die Walters. Das ist diese sehr, sehr kriegerische Fraktion. Die zerbrochenen Lords. Die Geistwesen. Die Toten. Und die Wildläufer, die mit der Natur eng verbunden sind. Und die sehr schön auch Städte aufbauen können. Und das sind wir, die Nekrophagen. Ja, können wir eigentlich loslegen, denke ich mal. Was spielen wir auf welcher Karte? Es gibt nur Zufallskartenskripte. Ich wähle dieses hier, Kontinente. Bei jeder dieser einzelnen Stellschrauben beim Zufallskartenskript kann man auch Veränderungen noch einstellen. Ich habe hier meistens mal die Standardeinstellung gewählt. Das Programm empfiehlt bei diesem Zufallskartenskript lediglich 6 Fraktionen, aber wir spielen mit 8. Wird ein bisschen Gedränge geben dadurch, aber dadurch auch früher Kämpfe geben. Eigentlich für ein Let's Play nicht das Dümmste, und ich spiele auf dem dritthöchsten Schwierigkeitsgrad, auf knallhart, denn ich möchte schon ein bisschen gefordert werden. Das war's. Wir könnten uns auch eine benutzerdefinierte Fraktion spielen, dann könnten wir uns unsere Boni und Mali selbst zusammenklicken. Auf geht's! Ich denke ja, und startfrei. Und im Hintergrund generiert das Programm jetzt die Zufallskarte, die zu diesem, auf diesem Zufallskartenskript hier basiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier ausgewürfelt bekommen. Denn der Standort der ersten Stadt, der ist verdammt wichtig für den Fortschritt und für das Spielglück und den Erfolg der gesamten Partie. The colony was everything. They were born as one. They fought as one. And they died as one. Driven by their hunger. But I hunted for something more. I stole the sentience of an ancient power and saw a greater purpose. For we were the first. Auriga is our planet. And I will turn our hunger against those trespassers who would take it from us. One day we will reign supreme on Auriga.
and we will gaze up at the stars. Still hungry. Und das hat uns das Programm hier beschert. Das ist die Zufallskarte, die Welt von Auriga, die wir nun besiedeln und erobern und knechten und beherrschen werden. Hoffe ich mal, mit unseren Aasfressern. Das ist unsere Starteinheit, unsere Startarmee, über die wir verfügen, mit 4 Einheiten. 3 gehören zu der Armee als Trupps dazu. Bis zu 4 kann anfangs, 4 Einheiten kann eine Armee anfangs umfassen. Wir haben hier 2 Sammler. Das ist die Standard-Infanterie-Einheit der Nekrophagen. Also jede dieser Fraktionen, jede dieser Völker oder Rassen hier bei Endless Legend hat ganze eigene Einheiten. Da gleicht keine Einheit, es gibt keine Standardeinheiten für alle Völker. Finde ich schon mal sehr, sehr hübsch. Und es gibt einen Siedler, das ist der hier, mit dem wollen wir unsere erste Stadt gleich gründen. Und es gibt einen Helden, das ist hier links, der hört auf den hübschen Namen Frustknochen. Und der führt quasi diese Armee an, der zählt zum Kontingent, zu dem 4-Slot-Kontingent pro Armee nicht mit. Und ich scroll mal ein bisschen raus und ihr seht die Welt hier. Die Karte ist relativ groß. Wenn man ganz weit rauskrollt, wird sie zu einer Landkarte. Sehr hübsch gemacht. Und was vor allem, finde ich, wahnsinnig hübsch gemacht ist, das ist der Grafiktyp dieses Spiels. Und das habe ich persönlich noch bei keinem anderen Spiel gesehen. Es ist atmosphärisch ganz, ganz eigenwillig. Es ist wahnsinnig innovativ gemacht. Übrigens, kleiner Tipp für alle, die das Spiel spielen wollen. Wenn man auf F10 klickt, dann ist das Interface weg. Man kann so mit F10 wieder zurückholen. Dadurch kann man sich das alles mal aus der Nähe anschauen. Alles sehr eigenwillig, sehr innovativ gemacht. Es gibt viele Ecken und Kanten hier. Es wirkt ein bisschen holzschnittartig, etwas comicartig, aber pardon, wenn man dicht rangeht, dann sieht man, dass die Einheiten doch sehr fein, sehr detailliert modelliert sind. Und es ist einfach wahnsinnig ausgefallen. Es gibt ganz viele verrückte Ideen hier. Und es gibt auch bei der Wahl der Völker, das habt ihr ja schon gesehen, nicht diese Standard-Fantasy-Geschichten, die man so kennt. Keine Zwergen und Elfen und Ähnliches, sondern wirklich ganz eigene Einfälle, die die Entwickler dieses Spiels hier hatten. Die haben wirklich ihre eigene Fantasie hier bemüht und keine Klischees befördert. Es gibt, das kann man hier einblenden über die beiden Punkte hier, es gibt ein Hexfeldraster, 6 Ecke, seht ihr jetzt hier in der Welt, genau. Und es gibt, Achtung, Ressourcenerträge. Und zwar gibt es 4 Ressourcentypen hier bei Endless Legend, die jetzt nicht so wahnsinnig ausgefallen sind. Irgendwo muss das ausgefallen sein, ja auch seine Grenzen haben. Es gibt die Nahrung, das sind diese grünen Symbole hier, die Getreideähren. Die fallen bei uns, bei den Aasfressern, sehr mau aus. Das ist ein Malus, den wir als Volk haben. Auf allen Feldern, die eine Nahrung produzieren, produzieren wir Aasfresser 1 weniger. Da gibt es die Produktion, das sind diese roten Symbole. Diese Räder, die sich hier drehen, die Zahnräder, das ist die Produktion, die städtische Produktion, mit der man halt Einheiten und Gebäude in Städten hochzieht. Es gibt das Dust, das hatte ich anfangs schon erwähnt, diese gelben Symbole. Und es gibt das Blaue, die sich drehenden Atome oder Molekülkreise hier, das ist die Forschung hier, die Wissenschaft, die es uns erlaubt, neue Zauber, neue Technologien freizuschalten, neue Gebäude, neue Einheitentypen, neue diplomatische Fertigkeiten. Frage vorneweg, was macht man hier jetzt? Wo gründen wir unsere erste Stadt? Und das ist eine wichtige Frage, denn die Spielwelt hier ist in Regionen aufgeteilt. Diese hier heißt zum Beispiel Tareal. Und in jeder Region kann man nur eine Stadt gründen. Nicht nur wir können bloß eine Stadt gründen, überhaupt kann dort nur eine Stadt gegründet werden. Das heißt, wenn man auf eine Region trifft, wo ein anderes Volk schon eine Stadt gegründet hat, dann war es das, dann ist diese ganze Region besetzt. Ja, wohin damit? Wir gehen jetzt erstmal erkunden. Das ist ja hier ein 4X-Spiel und da gehört das Erkunden mit dazu. Dazu mache ich mal Folgendes. Ich hole mir mal einen Sammler hier, aktiviere den und klicke auf Transfer, mache daraus eine neue Armee, stelle die hier hin und gehe mit dieser gesonderten Armee jetzt hier mal ein bisschen die Spielwelt erkunden. Und sehe hier schon, hier unten ist ein Meer und hier ist ein Fluss. Flüsse sind wirklich Gold wert oder das wert bei Endless Legend.
denn die erzeugen extra Dusterträge hier. Und man kann auch viele Gebäude bauen, nur die an Flüssen Boni liefern, Nahrungsboni, Dustboni. Das ist im Laufe einer Partie wirklich richtig wertvoll. Also da in der Nähe dieses Flusses zu siedeln, das hätte auf jeden Fall schon was. Und worauf ich natürlich auch Ausschau halten möchte, das sind Anomalien. Das sind bestimmte Geländemerkmale, wie hier das zum Beispiel. Schaut mal hier oben. Hier ist eine Anomalie zum Beispiel. Das ist hier ein chromatischer Boden. Schwindelerregende Farben bedecken hier den Boden. Und dadurch gibt es hier ganz, ganz hohe Erträge in alle möglichen. Diese Anomalien, die sind wirklich rein zufällig verteilt. Es kann mal passieren, dass mehrere dicht nebeneinander liegen. Oder es kann auch sein, dass man ewig weit mit seinen Truppen herumlatscht, ohne dass man auf welche trifft. Und dort die zu besiedeln, die zu bewirtschaften mit einer Stadt, das ist ebenfalls ganz, ganz ein Riesenbonus halt. Und was ihr hier seht, ist eine Luxusressource. Die muss nicht notwendigerweise in der Nähe einer Stadt sein, die kann man auch anders erschließen. Ebenso übrigens wie die strategischen Ressourcen, die gibt es auch noch im Spiel. Also da muss man nicht unbedingt direkt daneben siedeln. Okay, marschieren wir hier weiter runter mit der Truppe hier. Das hier ist eine Ruine, die schauen wir uns später an, die kann man erkunden. Ha. Sollen wir mal weiter suchen gehen. Das hier im Norden, das ist eine dieser Nebenfraktionen, die ich schon mal kurz erwähnt hatte. Das hier sind die Boss, eine der Nebenfraktionen hier. Es gibt sehr, sehr viele und die kann man zum Beispiel später bekriegen, besiegen oder auf diplomatischem Wege versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen und die dann dem eigenen Reich hinzufügen, kann dann Einheiten rekrutieren, Spezialeinheiten, die nur diese Minderheitenfraktionen einem zur Verfügung stellen können. Schauen wir uns dann an, wenn es ansteht. Und hier werde ich jetzt noch unsere Armee weiter splitten, werde hier einen weiteren Sammler rausnehmen und werde mal, na, ich bin schon neugierig. Ich will mal diese Anomalie hier weiter erkunden sehen und stelle fest, direkt daneben noch eine weitere Anomalie. Unglaublich. Das ist natürlich echt verlockend. Liegt nicht an Flüssen, liefert ganz viel Wissenschaft. Wahnsinn. Und die erste Anomalie, die liefert fast von allem viel, nur nicht von der Produktion. Produktion brauchen wir am Anfang eigentlich immens. Das ist ganz wichtig für die erste Stadt. Denn gerade am Anfang eines Spiels kann man sehr gute kleine Gebäude bauen, die nicht viel kosten, die aber alle gebaut werden müssen und die in allen Bereichen große Erträge liefern. Was ist das hier? Das gibt's doch nicht. Noch eine Anomalie. Versteckte Quellen. Was für ein Glück haben wir. Drei Anomalien direkt nebeneinander. Gibt's wahnsinnig selten. Ich marschiere mal noch ein bisschen weiter. Und? Noch eine Anomalie? Nein, das ist ein Glasstahlvorkommen. Das ist diese strategische Ressource, über die ich schon gesprochen hatte. Sehr wichtig, um die Einheiten aufzuleveln, abzugraden mit guten Rüstungen oder mit guten Waffen. Brauchen wir aber auch unbedingt nicht unbedingt in der Nähe einer Stadt. Also das ist hier sehr verlockend. Ist auch in der Nähe des Meeres gelegen. Das ist auch mal ganz gut, eine Küstenstadt zu haben. Wobei man nicht direkt an der Küste siedeln muss. Man kann auch später dann an die Küste ranrücken, wenn man die Stadt ausbaut. Aber dann kann man besser Handel betreiben, das ist dann komfortabler, kann Spezialgebäude bauen, die nur an der Küste möglich sind und so weiter. Und dann haben wir noch den Siedler selbst. Mit dem könnten wir jetzt noch in die andere Richtung erkunden, Richtung Osten. Aber ob das hier seht ihr schon dünn eingezeichnet die Grenzen hier der Region. Bin ich mir nicht so sicher. Es kann sein, dass hier tolle Sachen liegen, dann war das Glück, mit dem Siedler darüber gegangen zu sein. Es kann aber auch sein, dass wir uns schwarz ärgern, weil wir halt hier jetzt schon zwei interessante Standorte haben. Zu welchem bewegen wir uns hin? Der hier, ich klicke mal probeweise, schaut mal hier, auf Kolonisieren. Kann ich machen. Dann seht ihr schon die Umrisse der Stadt, die wir gründen. Ein Stadtfeld in der Mitte, die zentrale Stadt Kachel und drumherum weitere sechs Felder, die von uns bewirtschaftet werden. Und all die Erträge, die auf diesen sieben Feldern sind, die werden komplett in unserer Stadt dann erzeugt. Die kommen komplett in den Ressourcenpool rein. Also hier könnten wir zum Beispiel gründen, da hätten wir drei Anomalien abgedeckt. Das wäre natürlich phänomenal für die Nahrung, guckt mal. Enorme Nahrungserträge, unglaublich viel Dust und hohe Wissenschaftserträge. Sensationell, aber kein einziges Feld mit städtischer Produktion. Und wie gesagt, ich persönlich finde, das ist die wichtigste dieser vier Ressourcen zum Start einer Stadt. Das ist schlecht. Wie sieht es im Süden aus? In der Nähe dieses Flusses könnten wir siedeln. Hier hätten wir
städtische Produktion schon eher, hätten große Nahrungsprobleme, hätten große Probleme hier am Anfang unsere Bevölkerung durchzufüttern. Trotzdem scheint mir eventuell die klügere Wahl zu sein. Ich gehe hier mal langsam vor. Mit dem hier und ziehe mit dem schon mal ein bisschen Richtung Süden. Ich mir denke, hier könnte ja vielleicht was Interessantes sein. Uns stelle fest, aha, eine Anomalie. Das ist gut. Damit wird nämlich dieser Standort hier für mich ein bisschen schmackhafter. Und ich muss nicht ganz so ein schlechtes Gewissen haben, dass die drei Anomalien hier oben, dass ich die aus dem Blick nehme, mir selber. Das sind Moosperlen. Bringen von allem viel, vor allem von das nicht, aber sehr hohe Wissenschaftserträge und auch ein bisschen Nahrung. Das ist doch ganz interessant. Eine Runde weiter. Der Siedler ist jetzt fast ganz unbewacht, aber zu Beginn wird man in der Regel noch nicht angegriffen. Jetzt werden die Züge im Hintergrund berechnet. So, jetzt sind wir eine Runde weiter. Jetzt gehen wir hier mal gucken. Ich fange mal mit dem Schwarm hier an. Ich würde gern in Erkundung bringen. Ich ziehe mal hier hin. Ob hier noch was Interessantes ist. Jetzt, Wald braucht zwei Bewegungspunkte, aber wir haben noch einen und damit können wir auch auf das Zweierfeld draufziehen. Und stellen fest, Wald. Pardon, überall Wald, so weit das Auge reicht. Da fühlt man sich doch glatt als Elfe oder als Elb. Ja, jetzt müssen wir uns mal langsam entscheiden. Ich denke, hier unten werden wir die Stadt gründen. Und ich könnte mir vorstellen, das hier. Das könnte ein interessanter Standort sein. Ah, aber erst ziehe ich mal noch was weiter runter. Vielleicht wird hier unten noch was Interessantes aufgedeckt. Sieht aber nicht danach aus. Das ist alles nicht so lukrativ. Dann mache ich tatsächlich Folgendes. Und werde meine Startstadt hier gründen, denn hier habe ich wahnsinnig viele Produktionen. Na, so viel ist das gar nicht. Es sind 8 Produktionspunkte. Ich bin trotzdem in der Nähe des Flusses hier noch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre hier eine Möglichkeit. Immens viel Nahrung. Aber, ich würde gerne dann weiter. Hier kommen wir eher in die Wissenschaftserträge rein. Ich glaube, hier machen wir nichts falsch. Oder sollen wir hier gründen? Was meint ihr? Hier ist wirklich nur Nahrung. Hier ist ein bisschen Dust. Ich mach's mal hier. Oder hier eins drüber. Oh, das ist es. Das ist der beste Standort. Hier, das mache ich. Hier haben wir 10 Produktionen. Prima. Und trotzdem von allem anderen auch ein bisschen was. So, erste Stadt wird gegründet. Die auf den schönen Namen Tareal hört, so wie die ganze Region. Die könnte ich zwar umbenennen, aber das mache ich nicht, weil da kommt man nach meiner Erfahrung furchtbar schnell durcheinander, wenn man dann irgendwann die Regionen und die Städte durcheinander wirft. Prima. Erste Stadt gegründet. Blick in die Stadt rein und ihr seht, wir können die Bürger beliebig zuordnen, für die Produktion einer dieser 4 Ressourcen oder wir können die eine virtuelle 5. Ressource bewirtschaften lassen. Das sind die Einflusspunkte. Einflusspunkte braucht man für die Diplomatie, um Handelsabkommen zu machen mit anderen Fraktionen zum Beispiel, aber auch um den Krieg zu erklären oder Waffenstillstand, Handelsgeschäfte mit denen zu betreiben. Für fast alles braucht man auf dem diplomatischen Parkett die Einflusspunkte. Und man braucht die ganz, ganz wichtig für Ära-Pläne, also alle 20 Runden, glaube ich, kann man einen neuen Plan machen. Dafür braucht man solche Einflusspunkte und dadurch bekommt man dann 20 Runden lang Boni. Gucken wir uns auch dran an, dann an, wenn es anfällt. Was ich zum Start machen werde, ist, glaube ich, entweder Nahrung oder Produktion. Hier links kann man einstellen, was man bauen möchte. Gründerdenkmal, sozusagen ein Startgebäude, wo man von allem ein bisschen was bekommt. Ich könnte den Nekrophagen hier auch einsetzen bei der Nahrungsproduktion, aber hier dauert es 7 Runden. Das lohnt sich eigentlich kaum. Das Gründerdenkmal mache ich hier, glaube ich, stattdessen. Und ansonsten ist ja noch nicht sehr viel los. Man kann hier Einheiten rekrutieren, Siedler noch nicht zur Bau einer weiteren Stadt. Dafür braucht man mindestens 2 Bürger, weil bei der Erzeugung eines Siedlers ein Bevölkerungspunkt aufgebraucht wird.
und das ist die Standardeinheit der Sammler, die Standardinfanterieeinheit, das ist eine fliegende Einheit, über die man verfügt. Man kann die Stadt auch wieder abbrennen, kaum dass man sie gebaut hat, das machen wir dann natürlich nicht. Und wir können ein Glasstahl gewinnen, indem man hier eine solche Produktion baut. Hier, schaut mal da oben, ein Glasstahl-Extraktor. Da wird plus ein Glasstahl pro Runde gemacht. Brauchen wir im Augenblick aber noch nicht, wäre ein bisschen früh. Und wir können außerdem hier noch auf Bezirksstraßen klicken. Dann würden wir automatisch unsere Stadt ein bisschen erweitern. Und klicken wir auf eines der benachbarten Felder. Und dann werden drei weitere Felder kommen dann noch dazu, werden automatisch auch noch mit bewirtschaftet hier. Senkt hatten auch ein bisschen Nachteile. Also Hauptnachteil ist, dass die Zufriedenheit in der Stadt etwas nachlässt. Und positive Zufriedenheit bringt einen Produktionsbonus in allen Bereichen. Negative Zufriedenheit bringt einen Malus in allen Bereichen. Aber zu Beginn kann man das durchaus machen. Wohin expandieren? Hierhin könnte man expandieren, Richtung Flüsse könnte man expandieren. Bringt alles eine ganze Menge. Das würde zum Beispiel weitere drei Produktionen bringen. Das würde vier Produktionen bringen. Das hier würde auch eine ganze Menge bringen. Aber wir fangen an mit dem Gründerdenkmal und die anderen Sachen stelle ich hier erstmal nicht ein. Stattdessen gehen wir aber in die Forschung rein. Und jetzt zeige ich euch mal, warum ich gar nicht so viel Angst hatte bei der Nahrung, dass ich gesagt habe, oh, wir können ja ich nehme das in Kauf, dass die Nahrung hier so langsam wächst, weil es ein wahnsinnig lukratives erstes Nahrungsgebäude gibt. Das hier kann man hier freischalten über die Technologie Samenlager. Das Gebäude, was dann freigeschaltet wird, heißt genauso. Und es bringt in der Sommersaison plus 10 Nahrung und noch einen prozentualen Nahrungseffekt. Das ist wirklich klasse. Als nächstes stelle ich in die Warteschlange ein, hier plus 10 Wissenschaft durch den Bau einer öffentlichen Bibliothek. Und dann stelle ich als drittes noch hier ein, die Mühlengießerei plus 6 städtische Produktion. In dieser Reihenfolge kann man auch das gleichnamige Gebäude dann freischalten. Prima. Das war die allererste Folge. Übrigens, noch ein Nachtrag. Dieser Link hier, ja, ganz genau der hier, der führt zu einem Interview, zu einem Gespräch, das ich geführt habe mit Nosferatiel, einem deutschen Fan des Spiels, aber nicht irgendeinem, sondern einem sogenannten VIP-Fan. Und zwar haben die französischen Entwickler von Amplitude Studios, die haben ein extra Forum eingerichtet, ein ganz, ganz kleines Forum, nur für ganz spezielle Fans international aus allen möglichen Ländern, die sie einladen, um in diesem ganz kleinen elitären Zirkel gemeinsam mit ihnen auf Augenhöhe an der Entwicklung dieses Spiels und auch der anderen Spiele, die sie haben, gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, bei jedem Spiel gibt es 2 oder 3 oder 4 Fachfans, die dann eingeladen werden und mit denen die Entwickler wirklich gemeinsam diskutieren und beraten, wie das Spiel weiterentwickelt werden soll. Wesentliche Designentscheidungen, die die Entwickler getroffen haben, hat Nosferatiel aus eigenem Erleben mitbekommen, aus den Diskussionen mit den Entwicklern und schildert sie mir in diesem Gesprächsvideo. Und wir führen in dem Gespräch eine Diskussion über die KI, die künstliche Intelligenz, bei der es noch ein bisschen hapert bei Endless Legend. Da ist noch so einiges im Argen, was aber kein Wunder ist in diesem Genre bei den Strategiespielen. Und Nosferatiel kann erzählen, warum das so ist, vor welchen besonderen Herausforderungen die Entwickler stehen, wie die versuchen, die KI anzupassen, wie die versuchen, die KI klüger zu machen, wie das funktioniert, wenn Entwickler der KI, der künstlichen Intelligenz versucht, Verstand beizubringen und ihnen klar macht, nach welchen Regeln sie den menschlichen Spieler zu besiegen haben. Und zum Schluss noch ein kleines Dankeschön dafür, dass der Publisher Iceberg Interactive und die deutsche Vertriebsfirma Koch Media mir das Spiel hier kostenlos zur Verfügung gestellt haben, um es euch zu zeigen. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns in der zweiten Folge wieder, denke ich, oder? Hoffe ich zumindest, denn damit wir Nekrophagen, wir Aasfresser, uns wirklich gütlich tun können hier an dieser neuen und fremden Welt, dafür brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Ein paar Leute, die uns unseren Chitinpanzer tätscheln und uns
sich runterbeugen zu unseren kahlen Schädeln und uns ins Gehirn flüstern und uns sagen, ihr schafft das schon, ihr seid hässlich, aber ihr seid gemein, ihr seid stark und ihr werdet euch diese Fantasy-Welt untertan machen.